Assalamu alaikum, meine Lieben. Jetzt ist Bedtime. Junge schläft doch bei mir unten. Was? Ich geb dir noch was. Das ist dein Kopfkissen. Weil. Kuckubau. Das ist jetzt, guck mal, das hängt dir an dem. Vor was hast du Angst? Dass das Bett auf mich knallt. Das kann gar nicht. Dass du rausfällst. Weil Jonas wird ja hier neben mich. Und er bewegt sich und vielleicht schubst er mich und dann macht er vielleicht was. Ach was, dann bin ich Aminakuchen am Boden. Aminakuchen. Warte mal, guck mal, hier ist noch eine Treppe. Hier sollen wir hochgehen. Hilfe. Eins. Jetzt ist die Abaya. Zwei. Also so schlecht ist es nicht, gell? Und das ist die Decke hier. Ne? Ja, das kann man. Und wo ist kalt? Hier kommt die Klima. Oh, super. Und jetzt ist dir nicht mehr schlecht, ne? Alhamdulillah. Hier oben ist viel besser. Die Luft. Du kannst hier schlafen? Nein. Willst du unten schlafen wegen runterfallen? Hast du Angst, du fällst runter? Also allein nicht. Fühlst du dich gut hier oben? Ja, aber super. Wie du willst. Nein, es geht um dich. Wenn dir schlecht ist oder so, hier ist besser. Ich gut. Luft. Genau, schlaf du hier, Habibti. Und was ist, ach, das ist für ein Becher, guck, da kann ich noch was trinken. Und Mahmoud schläft genau neben uns, genau in deinem Bett. Na, Mahmoud. Yunis will nicht oben schlafen, der schläft bei Mami. Habibi. Oh, haben wir auch so einen Becher, Hanoi. Das ist aua. Genau, so. Und wo ist, where is the Kaharaba here, Mahmoud? Wir brauchen doch hier Strom noch. Ich habe alles mitgebracht von daheim, gell? Unser alter Strom. I don't know, der alte Strom. You bring everything out from the shanta, what we need? What you need. Okay, you take money? For what? I don't know. Huh? But maybe somebody come to me in the dream, I'll hide. Don't understand this. Na gut, also Leute, dann sehen wir uns morgen früh. Wir gehen schlafen. Um eine Stunde vor Ankunft gibt's Frühstück. Es gibt Kuchen und Nescafé. Super. Also, wir haben jetzt kurz vor 11 und wir schlafen jetzt. Gell, Jonas? Ja. Also. Genau, das ist ein Croissant. Was war das? Guten Morgen, Leute. Also, das ist das Frühstück. Eine Stunde und 15 Minuten kommen wir in Kairo an. Ja. Ich habe keinen Hunger, gar nicht. Aber die Kinder. Den Saft haben wir mitgebracht. Alhamdulillah. Und die Fahrt war. Mausi hat super geschlafen. Ich und Jonas. Oder Jonas und ich nicht. Ja, du fährst jeden Tag nach Kairo in dem Bett. Es ist ein Gewackel. Dann bremst du, dann fährst du nach vorne. Ich war jedes Mal wach. Also, nee. Das ist nicht mein. Wenn ich einschlafe, dann schwöre ich nichts. Na gut, guck mal, wie sie klopfen, die Typen. Aber das ist klar. Dass die Ägypter wach werden. So, meine Lieben, fix und fertig, Antrag ausgefüllt, noch auf die Schnelle. Ich habe was vergessen, ich brauche Mandil. Mandil ma fisch. Mandil, عارفه شفت الحين البوكس اللي احمر دي. ايوه عارفه شفته. طلع المنديل اللي فيه ده واستعمل ايه؟ صح؟ ايوه بتاعت الحمام ده. نا جود. Halt, don't open this. We must not show the people our. ماليه وانت بتشيل اوبس. Just. I don't say something, I say something, I don't know. Ja, also Leute, das Gewackel hier. Keine Ahnung. Mausi sagt, oben wackelt es nicht so, sie will. Nächstes Mal sollen wir tauschen. Heute schauen wir mal, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, sehe ich aus, als ob ich einen Boxkampf hinter mir hätte. Guck mal. Sieht man's? Witzig. Geschwollenes Gesicht, sogar meine Hände sind geschwollen. Also, es ist irgendwie. Naja, gut, aber besser als 12 Stunden irgendwo sitzen. Die Zeit geht schneller rum. The time is running better here in the bed. Mahmoud mag es gar nicht, weil, der sagt, er mag nicht in einem dunklen Raum sein. Lieber 1000 Stimmen um ihn rum. Alle Ägypter machen Späße, lachen, was weiß ich. Das gefällt ihm. This you like, me not. Nee, this is more private. I enjoy this, but the sleeping was. And in the end, Yunus say I was make a sound. Because of the no sleep. Heidenei. Naja, egal. Gut, jetzt können wir in 2 Minuten kommen an. Er braucht frische Luft. What we breakfast? I will breakfast. I don't need to breakfast. Ich bin kein Frühstückstyp. Also not coffee. I drink Red Bull already. I know. You make yourself ready. Maybe I go to the toilet now. Hmm.
ماشي. One second. Steht Esel. Also 15 Minuten noch. Wir sind immer noch im Dorf. Guck mal. Morning, darling. Guck mal, ich bin aus, sehr aus, als ob ich von einer Operation aufgestanden bin. So sehe ich immer aus, wenn ich operiert werde. So ganz geschwollen. Geschwollene Hände. Und Mahmoud, also. Fix und fertig, sagt er. Aywa. Leave me alone. I think this. And the coffee was good. I was a super chair there. I sit. And you drink coffee? La. Drink Jensun. Oh. After this. Ein Tee hat er getrunken. I come like 1:30 from there. What? I cannot. I stay here until 2:30. Oh. I sleep until 4 o'clock. Mm. I go to the toilet. I come. I stay. I think I sleep also 20 minutes before he woke me up. Oh. Hours. Es wird ein harter Tag. And now all the day in Cairo, Mahmoud. And then in the night you sleep like a stone, inshallah. I work so much yesterday that I sleep all the night. Mm. Ich konnte auch nicht richtig schlafen, weil der Zug, der bremst immer so. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich... Ich habe doch dieses Night Calm mit die Tabletten. Aber die habe ich dann nicht genommen. Keine Ahnung, vergessen. Das sind auch keine richtigen Schlaftabletten, Leute. Das ist nur so Beruhigung. So, Nachtberuhigung. Also richtige Schlaftabletten nehme ich nicht. Logisch. Alhamdulillah. Die Sonne scheint gleich. Ich bin so glücklich. Und Yunis hat schon eine Rolle kaputt gemacht. Alhamdulillah von hinten. Alhamdulillah. Er hat nur mal kurz... Yalla, yalla. Das ist Kairo. Boah, kalt. Edi. Bei uns in Oberägypten ist nicht so kalt. Hm? Ja, Yunis, komm, komm. Our city. Geh weg, Frau. Komm mal, Hand geben, sonst wirst du entführt. Aber darf ich bitte nur, und wir gehen wieder weg. Wir werden hier im gleichen Ort, wer hier kommen. Ja, wir kommen heute Abend wieder genau hierher. Noch vor der Mensch, guck mal, gerade ausgestiegen, will er schon Sachen haben. Jetzt geht's los. Jetzt suchen wir erstmal ein Schließfach, um die Sachen zu verstauen. Darf man nicht richtig machen. Hier, guck mal. Wow. Ja, Labina.
Also wir haben die Tasche abgegeben beim niemand hat uns abgenommen die Tasche. Aber der Boss, gell, das ist nicht erlaubt, die Tasche abzugeben. Was ist? Aber der Boss von dem Bahnhof, der hat sie genommen. Der hat mich ein bisschen angeguckt. Und dann hat er dich ein bisschen angeguckt. Und dann hat er gesagt, das ist nicht erlaubt. Warte mal, kurz. Stell sie dahin. Also weil du so süß bist. Wir sind Ausländer, deswegen. Sieh immer Ausländerbonus. Also der schöne Bahnhof. Der bruddelt. What? You joking or you're angry? Full angry, why? Ach was. Was sagt er? Ah ja. Also jetzt holen wir uns ein Taxi und fahren zur Deutschen Botschaft. Aber davor noch kurz Fotos machen, biometrische. Es ist 8.30 Uhr oder wie viel? 8.40 Uhr bestimmt. Hallo Kairo. 8.36 Uhr. Besappt. Da sind wir. Ja, der Ausländerbonus. Ja, ist ja klar, dass der wieder einen Kaffee trinkt. Guck. Das war's. Der hat gebrodelt. Du trinkst deinen Red Bull. Und ich? Ja. Also, dann holt er sich jetzt hier was. What you are doing? Your coffee? Ja, das ist nicht so lecker jetzt. Komm. Zuckerschock. Boris, bist du's? Bist ein... Was für ein Mini. Guck mal, der Boris ist auch da. Deswegen, hier bist du. Wir suchen dich in Naga Hammadi. So Leute, ich lasse mal laufen. Hier in Kairo. Stress number one. Da seht ihr, warum ich Kairo nicht mag. Hier, gib mir deine Hand. Nicht das, was ich. Yalla. Aywa. Musik hier. Konzert. Kairo-Konzert. Taxi. Yalla. So. بص عارف ابتديت يعني انا عمري كله في السواقه ايوه ابتديت اكره السكريه في السواقه بسبب القاهره اه والله كنت عايش في شرم الشيخ كان الدنيا كده خالص اه هناك نظام حارات لكن هنا واحد بيعدي واحد بينزل واحد بيوقف واحد بيروح مش شقلبه هنا Thank you.
Guck mal, die dreht die Mama. Sie macht sich immer Sorgen um Jonas. Also, jetzt gehen wir zum Photoshop. Schöne Pflanzen, schöne Pilze. Brr, ist ganz schön frisch hier, gell? Windig. Hast du gerade frisch gesagt? Ich habe es vorhin gesagt. Aiwa, jetzt ist mir's auch kalt. Wow. Werbung für was? Orange. Ah, guck mal. Johnny Depp. Das sind die ägyptischen Piraten der Karibik. Pirates of the Caribbean. Aiwa. Weiter geht's. We are walking. Wir saßen im Taxi, wird Mahmoud Marco laufen. Heide Bimbam, 70 Pfund bezahlt und trotzdem laufen wir rum. Naja. Vienna Laundry. Ich habe ausgerechnet, wie viel es für eine kostet. Mausi, man hört dich nicht, muss lauter. Ich habe ausgerechnet, wie viel es für eine Person kostet, wenn wir alle 60 Pfund bezahlt haben. Jeder hat 15 bezahlt. Habibti. Guck mal hier, die alten Gebäude, die alten Bäume. Hier. Aus den 20ern ist das Haus. So. Tom und Jerry freuen sich in Kairo. Schöne Bäume. Wer läuft? Der Boris? Der Boris ist abgehauen. Der geht in sein Hotel. Ja, der Boris hat einen Zug genommen und ist nach Kairo abgedampft. Deswegen findet man den nicht mehr. Jetzt versteckt er sich vor uns, dass wir nicht wieder mitnehmen ins Dorf, nach Oberägypten. Er ist jetzt ein Stadtkater. Na, schön wär's, ne? Aber ich glaube, der ist nicht mehr, der Boris. Na. Ja, jetzt zittert unser Allerwertester, weil unser Photoshop, der biometrische Passbilder macht um 10.30 Uhr auf und da ist unser Termin. Jetzt haben wir dieses Photoshop-Ding gefunden. Der hat gesagt, es geht nur um die Größe. Jetzt macht er für sie beide Größen und für ihn lassen wir noch. Ne? Weil wir können immer Fotos machen kommen. Das ist biometrisch, da muss man das normale Gesicht zeigen. Mahmoud geht jetzt einen Kaffee trinken und wir warten auf die Bilder. Und inshallah, es ist das Richtige, inshallah. So, Dele, ohne FFP2-Masken kommt man nicht rein. So, dass Bescheid weißt. Jetzt hoffen wir, dass es klappt mit unseren Bildern. Younes, wir haben es geschafft. Wir haben endlich deinen Pass beantragt. Das war jetzt eine Riesengeburt. Die biometrischen Passbilder waren richtig. Mahmoud, yeah. Your ear looking like you have jumbo ears. Seine Ohren da. But this, your son the same. Die haben die gleichen Ohren. Die kriegen Segelohren. Ja, keine Ahnung. Na gut, Leute, wir haben es geschafft. Hier ist der deutsche Boden. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, bin ich hier nicht unter der Sicherheit der Deutschen, wenn die Ägypter mich verhaften wollen? Geht nicht, weil ich bin auf deutschem Boden. Mein Mann sagt, nein, das stimmt nicht. Okay, wenn die Deutschen mich verhaften wollen, dann springe ich schnell rüber. Dann können sie mich nicht fangen, weil dort ist ägyptischer Boden. Dann habe ich... Ach, jetzt gehen wir zu McDonald's. Aiwa, wir sind voll kaputt. Aiwa, full tired. Guck mal den da, der ist nicht müde. Yalla, was für you Galabeo, I hear right? Ah. Aber die Frau war so nett. Die Frau war so nett, also das war eine ganz hübsche Ägypterin, Masha'Allah. Because they must 700 pound more. It is normally 1040. But I don't have the paper that I go off from Germany. They give now, they will ask now in Germany. If I still live in Germany, then we will get the money back. And not back. When we give it back, when I'm not living in Germany, I get the money back. Die Abmeldung hatte ich nicht dabei. Und dann musste ich mehr bezahlen. Aber ich bin ja abgemeldet. Das heißt, die haben jetzt eine Anfrage gestellt. Ja. Naja, bei der Abholung, Abholung kriegen wir das Geld wieder. Yalla. Ja, Labina. So viel Geld kostet das Mädel, gell? Und 10 Pfund, 1710 Pfund. Yalla, yalla.
Boris, ich sag das, da bist du. Boris, komm zu uns ins Dorf. Komm ins Dorf. Guck, was darf man nicht? Komm, Boris, die Wachkatze. Maschi, maschi. So, guckt euch mal das Ding an. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch nicht. Jetzt schreie die rum. Taxi brauchen wir. Zum Megis. Also, jetzt gehen wir raus von Samelik. So heißt der Stadtteil bei der Deutschen Botschaft. Samelik, wie die Fußballmannschaft. Erchli und Samelik. So. Ein teures Pflaster natürlich, gell? Ist nicht kein billiges Ding hier. Griechische Botschaft oder was? Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall. Ist die deutsche Botschaft und ich glaube die amerikanische, ich weiß es nicht. Hm. Mahmoud hat seinen Gürtel hier vergessen vor, weiß ich nicht, 3 Jahren. Ich habe gefragt, und habt ihr den Gürtel noch? Mahmoud hat sich so geschämt. Sag ich, kann man doch fragen, sag mal. Nee, die Sachen, die nicht abgeholt werden, werden verbrannt. Bei der deutschen Botschaft. Mein Mann hat dort, oh, McDonald's, das goldene M. Was eine Ehrfurcht. McDonald's, da sind wir. Bam, 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 bam. 301 Pfund, naja gut. Aber das, wir essen es ja nur 2-3 Mal im Jahr, gell? Wenn wir irgendwo sind. Die freuen sich. Mause isst heute das erste Mal ein Big Royal Menü. Nee, halt. Big Mac. Big Mac Menü. Und du dein Kids Meal, wie immer. Ja. Unser Essen kommt, sehr gut. Tust du das an? Shukran. Upsala. Chicken McNuggets, super. Upsala. Dicke gebass. So, Dele. McDonald's finish. Jeder macht jetzt Selfies. Hier am Busch. Wir sind in Kairo. Hallo, Kairo. McDonald's. Das ist unsere Sehenswürdigkeit übrigens. We don't go to the museum. Our museum is called McDonald's. Okay. Die Kunstbanausen. Ah, Nile Palace. Ist das eine Zugbrücke? Hm, klar. Oh, ich bin so müde. Guck mal, der Jonas macht ein Selfie. Habibi. Voll cool. Yes. Jonas in Kairo. Hä? Ja. Und du bist... Guck mal dich, das ist so lustig, seine Ohren. Not much. We have Mama here. Der hat Jumbo-Ohren. Jumbo. Monkey. Wie das runter? Elephant here. Elephant. Ja, ja. Jumbo Mahmoud. Ja, hier ist alles, was du willst. Guck mal, die kleinen Schildis. Heidenei. Guck mal, aber das ist doch nicht. Das ist keine. Die ist doch angemalt. Das sind alles ägyptische Landschildkröten, alle. Aber die sieht mir halt angemalt aus. Ja, Labina. Jonas, gib mir deine Hand. Warte, du kannst Käfige kaufen. Was denn? Nee, also das ist hier der Gomma Market, da kommen
Aber heute ist Montag, heute sind nur ein paar Stände. Aber am richtigen Freitag ist hier alles voll. Da kommen die Leute hier von ganz Ägypten und kaufen für ihre Zooläden die Tiere billiger. Ja, so ist es. Der war hübsch. Ja, wir brauchen keine Papageien mehr. Na, jetzt fahren wir Tuk-Tuk. Seid? Also wir haben was gefunden, guck mal, hier sind Fischle. Wir haben was gefunden, aber das ist zu teuer. Nein, der war krank. Der voll komisch sah der aus. Verlass. Diamanttäubchen. Ein Männchen. Dieser Papagei, Mama, der war rot in Orange. Ja, der war hübsch. Wie kostet einer? Weiß ich nicht. Ich habe gehört, du Tementeller. So, 8000. Ja. Na gut. Die beiden zusammen, die Rosen. Rosenköpfchen. Wie viel? 8000. Ein Männchen und Weibchen. Ah, zusammen 8000, dann ist billig. Rosella, keine Ahnung, wie die heißen. Naja. Alle kostet 4000. Ist egal, wir brauchen keine Papageien mehr. Ja, schau. Oh. Das ist krass. Ja, das ist krass. Gesappt. Aiwa. Das heißt Garten, Garten, Hadirka. Eieiei, da sieht der Kairo, brauchst nichts mehr. Wir müssen noch 7 Stunden warten bis zum Zug und ich kipp jetzt schon halb um. Oh. Das ist bei den Pyramiden. Okay. Das ist ein Bild, aber das sieht wirklich sehr schön aus. Hier gibt es noch ein Bild. Also es ist voller Bilder. Da. Und da. So, meine Lieben, jetzt muss ich ein bisschen lauter sprechen, weil wir sind jetzt hier in einem Hotelzimmer. Jungs, pass auf, das Handy fällt runter. Das muss ich sagen, wir sind jetzt hier in einem Hotelzimmer und ich darf vom Balkon aus filmen. Mama geht's heute nicht so gut, weil sie hat ihren Kaffee heute noch nicht getrunken und sie hat nicht viel geschlafen wegen dem Zug. Ja, und sie muss sich jetzt ein bisschen hinlegen. So,
So, meine Lieben, das ist ein Zimmer. Hier ist ein Spiegel und so eine Garderobe. Und hier ist das Bett. Hier haben wir das Tahrirplatz. Ah, das hier ist der Tahrirplatz. Ja. Hier ist ein Schwan. Ich finde das immer so süß, wie sie Formen und Handtücher machen. Und immer wissen, wie laut das ist. Boah, die Tür ist gerade zugeschlagen wegen dem Wind. Ich habe auch ein bisschen Angst. Der Tahrirplatz. Und hier ist ganz schön Stau. Guckt euch mal die Autos an. Und die kommen von überall. Ja, also wir sind jetzt heute bis heute Abend noch in Kairo. Ich glaube, Mama hat euch das schon erzählt. Und dann steigen wir wieder in Zug. So, meine Lieben, Mausi hat es schon gesagt, mir geht's nicht gut. Ich habe gesagt, bring mich in ein Zimmer oder ins Krankenhaus. Wir sind mal hier hinten rum. Wir sind am Tahrirplatz. Ich weiß nicht, wie das Hotel heißt. Aber wir haben drei Zimmer, drei Betten. Ich muss mich erst mal ausruhen. Ich bin fix und fertig. Ich habe einen Kreislauf-Dings. Ein Kreislauf. Oh, da seht ihr mich. Scheiß. Schade, schade. Das erzähle ich euch nachher. Irgendwie ganz schwindlig geworden und musste mich hinsetzen. Es ist auch heiß. Ganz der Stress hier. Ich bin alt. Wie so ein Kreislaufproblem. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal 2 Stunden schlafen, dann geht es mir besser. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Wir haben 17.40 Uhr. Mahmoud hat für die Kinder Koschari gebracht. Die schlafen hier. Ich habe geschlafen 2 Stunden. 2 hours we sleep, sah? Yeah, something like this. Oh ja, mir geht's besser. Mahmoud, ich habe ihn angerufen, er hat mir schon gleich einen Kaffee gebracht. Also dieses Hotel heißt Il Tahrir Hotel, sah? Also das Tahrir Hotel. Und es ist genau hier am Tahrirplatz. Eine Übernachtung 450, aber day use, also nur am Tag. Wir übernachten ja nicht 300 Pfund. Und das war das einzige Zimmer mit 3 Betten. Wir wollten eigentlich nur ein Bett. Aber schau, die schlafen auch. Bon Appetit. Gut? Kairo Koschari. Das war's im Video, Leute. Die Kairo, die Stadt der ewigen Huperei. Bitte? Tomate Salsa, Akit. Little bit shatter. Oh, Habibi. When my husband make this. Horrible. Naja, gut. Gut, meine Lieben, das war's im Video. Wir sehen uns wieder morgen. Bis die Tage. Masalema. Bye, bye. Jetzt haben wir bald wieder eine Zugfahrt vor uns. Machen die Kinder auf. Komm, Jonas Koschari. Baba hat dir eine Hose gekauft. So. Also. Bye, bye. Von deiner Spargeld, sagt er.